Guten Morgen, heute ist Montag, der 8. Tag im Monat im Jahr. Der Rambam sagt uns heute in die Sefer HaMitzvot, wenn ein Mensch Ausschlag bekommt auf dem Haut, in Zeiten der Talmud, in Zeiten der Tempel könnte Ausschlag kommen, wenn einer schlecht über jemand anders gesprochen hat, muss er 7 Tage lang außerhalb der Gemeinde sitzen. Warum? Warum spricht ein Mensch schlecht über jemanden anders? Um sich populär zu machen. Um sich populär zu machen, spricht er schlecht über jemanden anders, macht jemanden anders negativ, weil er positiv machen möchte. Was ist die Konsequenz? Dass er selber wird von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wenn wir was Gutes machen, kommt es wie ein Boomerang zurück. Wenn wir was Negatives machen, kommt es wie ein Boomerang zurück auch an uns. Lassen Sie so denken. Nächstes Mal, wir überlegen, etwas Negatives über jemanden zu sagen. Möchte ich, es soll zu mir passieren? Stattdessen reden Sie was Gutes. Sie werden mehr glücklich sein. Der Rebbe sagt uns heute, ein Schaliach, ein Gesandter ist eins mit dem Schaliach. Die Gesandte ist eins mit derjenige, die ihm geschickt hat. Jeder Jude ist ein Schaliach. Jeder Mensch ist ein Schaliach. Chassidim sind die Schluchim von der Rebbe, von der alten Rebbe. Und wenn wir uns beschäftigen, die Idee von der alten Rebbe, von Chassidut, von der Rebbe, mehr Menschen an Gott nahe zu bringen, dann sind wir eins mit der Rebbe. Es geht ein Chassid, es esst ein Chassid, es schlaft ein Chassid. Wir werden eins komplett mit derjenige, die uns gesendet hat. Lass uns versuchen, Jüdischkeit und Chassidut zu verbreiten, um mehr Licht in die Welt zu bringen und eins mit der Tzadik Hador, mit der Rebbe zu sein. Shalom.